Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und herzlich willkommen zu einem neuen großen Abenteuer, das wir gemeinsam erleben werden. Herzlich willkommen zu meinem Stellaris Let's Play. Das ist etwas Besonderes für mich. Einerseits ist es eine Pre-Release-Version. Ich weiß, viele von euch warten darauf, dieses Spiel spielen zu können. Ich konnte es schon ein paar Tage und kann schon jetzt damit beginnen. Das freut mich natürlich sehr, das macht mich stolz. Aber vor allem ist es etwas Besonderes, weil mein Kanal eigentlich ja Spielen mit historischem Hintergrund gewidmet ist. Games in History ist der Untertitel des Kanals und dies ist das ganz offensichtlich nicht ein Science-Fiction-Spiel. Aber ihr wisst, ich bin großer Fan von Paradox-Spielen. Ich bin großer Fan von Sandbox-Strategiespielen. Insofern konnte ich nicht umhin, dies hier zu tun. Und der Chefentwickler von Stellaris, Henrik Foreus, hat es so formuliert: Science-Fiction is History in the Future. Und so wollen wir das behandeln, als Fortschreibung der Menschheitsgeschichte. So habe ich es auch schon behandelt. In einem Prolog-Video habe ich die Ereignisse, die Geschichte der Menschheit vom Beginn des 21. Jahrhunderts bis jetzt, bis zum Jahr 2200, erzählt, fortgeschrieben. Und ich lege euch dringend nahe ans Herz, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch dieses Prolog-Video an, denn es ist nicht nur schmückendes, atmosphärisches Beiwerk. Es ist wichtig für dieses Let's Play, denn ich werde es aus einer rollenspielerischen Perspektive heraus betreiben. Ich werde also in die Figuren, in die Protagonisten, in unsere Fraktion mich hineindenken und aus ihrer Perspektive heraus Entscheidungen treffen. Das kann manchmal dazu führen, dass es irrationale, unvernünftige Entscheidungen sind, offensichtlich unvernünftige Entscheidungen sind, aber die Geschichte der Menschheit ist voll von unvernünftigen Entscheidungen. Entscheidung und für mich macht das immer erst das Salz in der Suppe auch so eines Let's Plays aus. Wenige Zuschauer können damit nicht umgehen, deshalb weise ich einfach am Anfang darauf hin. Vielleicht ein weiterer Hinweis: Ich bin auch von meiner ganzen Mentalität kein Pro-Gamer, kein Min-Maxer. Mir geht es um eine Geschichte, die ich erzählen möchte, die wir gemeinsam erleben werden. Ich konnte dieses Spiel, wie gesagt, schon einige Stunden spielen. Ich konnte mich also mit den grundlegenden Mechanismen, mit der grundlegenden Bedienung, mit dem Interface vertraut machen. Aber dieses Spiel hat so eine große Dimension und entfaltet erst so viel im weiteren Spielverlauf, dass ich natürlich auch noch nur jetzt einen Bruchteil gesehen habe. Insofern begeben wir uns gemeinsam auf eine Reise und es wird auch ein Lernprozess sein, den ich hier mit euch erleben werde. Das sei auch nochmal vorweggestellt. Ansonsten gibt es jetzt keinen Grund mehr, es weiter hinaus zu zögern. Wir beginnen ein neues Spiel. Und wir werden, ich hätte die Fraktion, die wir spielen werden, auch schon erstellen können. Aber ich denke, es ist durchaus interessant für euch, wenn ich sie gemeinsam mit euch erstelle. Zumal man auf die eine oder andere Sache nochmal eingehen kann. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht nochmal wiederholen, wie es zu dem kommt, was ihr gleich sehen werdet. Wie es zu dieser Art von Menschheit gekommen seid. Das ist alles im Prolog erzählt. Aber wir spielen natürlich Menschen, das ist klar, Säugetiermenschen, das ist unsere Fraktion. Wir müssen uns nochmal bezeichnen, wir sind Mensch. Ich gehe mal davon aus, dass hier der Singular verlangt wird, weil hier Plural steht, deswegen schreiben wir mal hier Menschen rein. Und als Adjektiv würde ich menschlich schreiben. Wir wollen mal sehen, ob das in den generierten Texten so funktioniert. Ich fürchte, hinterher können wir es nicht mehr ändern, aber was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Wir gehen weiter. Wir sind bei den Namenslisten und wir müssen einen Schiffspräfix bezeichnen. Und ihr wisst, wenn ihr den Prolog gesehen habt, wir sind unsere globale Institution. Nennt sich der Grüne Frieden, deswegen ist der Schiffspräfix GFS. Grüne Frieden Sternschiffe. Und wir werden, es gibt hier zwei Namensset, menschlich 2, gefällt mir erst einmal am besten, wobei wir viele Dinge auch umbenennen können. Das kann man zum Glück alles in dem Spiel. So, wir gehen weiter und sind bei den Eigenschaften. Und jetzt wird's interessant. Auch hier ist es jetzt wichtig, die Vorgeschichte zu kennen. Ihr wisst, unsere Gesellschaft ist in 3 Stufen aufgeteilt. Es gibt das Kollegium, die an der Spitze steht, eine Gruppe von Wissenschaftlern, die forscht und die Dinge der Welt reguliert, eine Oligarchie gewissermaßen. Es gibt die Regulatoren, das sind die
die die Macht des Staates ausüben, gewissermaßen die Polizei, das Militär. Und es gibt die große Menge an Menschen, die in kleinen Siedlungen abgeschottet voneinander leben und arbeiten, der Nährstand in gewisser Weise, die nicht in Rückständigkeit, durchaus mit hohem technologischen Hintergrund dort leben, aber diese Technologie wird ihnen gegeben und alle nötigen Dinge von den Regulatoren, die quasi die Produkte, die in den einzelnen Reservaten, so nenne ich es mal, erzeugt werden, verteilen, sodass es, wie gesagt, keinen Austausch gibt, denn die Menschheit hat schlechte Erfahrungen damit gemacht und diese Konsequenzen gezogen, zumindest das Kollegium. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieses Kollegium, diese Wissenschaftler, die Akteure sind, die hier jetzt entscheidend sind, sind sie auf jeden Fall intelligent. Es sind Forscher, deswegen nehmen wir das als Spezies-Eigenschaft. Wir haben dadurch, ihr seht es, den Vorteil, genau, hier unten links wird es eingeblendet, Ingenieurforschung, Physikforschung und Sozialforschung plus 10% Bonus. Dann gibt es aber auch einen Nachteil, und zwar aufgrund dieser sehr statischen Gesellschaftsstruktur sind die Menschen sehr, sehr sesshaft geworden. Die Migrationsdauer ist entsprechend hoch und die Umsiedlungskosten auch. Also sesshaft ist eine negative Eigenschaft, aber das ermöglicht uns noch eine positive Eigenschaft, und das ist die der schnelle Lerner. Ja, das passt sehr gut, denke ich, zu unserem Kollegium. Es gibt ja auch ein besonderes Ausleseverfahren in dieser menschlichen Gesellschaft. Den Menschen in diesen Reservaten, in diesen kleinen Siedlungen, werden die Kinder weggenommen und getestet und dann die Besten und Stärksten herausgenommen. Dementsprechend gibt es ein besonderes Bildungssystem, das eben schnelle Lerner bevorzugt und fördert. So, das sind die Eigenschaften unserer Menschheit. Wir können insofern weitergehen. Ihr seht es, Erfahrungszuwachs der Anführer ist plus 25%. Sie lernen also insgesamt deutlich schneller. Jetzt geht es um den Startherrscher, und auch den habt ihr schon kennengelernt. Im Prolog-Video, das ist Rune Wilcox derzeit. Wir wollen das nicht übertreiben, wir sind keine Diktatur, sondern eine Oligarchie, die aus dem Kollegium besteht, aber das Kollegium wählt aus ihren eigenen Reihen, bestimmt aus ihren eigenen Reihen, besser, sicher auch nach ganz objektiven Kriterien, einen Präsidenten, einen Anführer, und das ist derzeit Rune Wilcox, dessen Aussehen wir jetzt auch noch bestimmen können, und er sieht folgendermaßen aus. Ich habe mir das schon mal angeguckt, so stelle ich ihn mir vor, und natürlich muss er eine entsprechend grüne Kleidung auch anhaben. Okay, soweit dazu. Wir gehen weiter. Wir müssen unsere Heimatwelt benennen, das ist ganz klar die Erde. Wir müssen unser Sonnensystem benennen. Eigentlich müsste ich jetzt hier Sonnensystem reinschreiben, aber lass uns mal bei diesem formal richtigen Namen, und wir wählen auch das Startsternsystem Sol, also unsere Sonne. Das ist also dann entsprechend der Realität nachgebildet. Darum geht es ja auch. Und die Erde ist eine kontinentale Welt, das ist die Einstellung. Das heißt, wir können einigermaßen gut auf tropischen und ozeanischen Welten klarkommen, wenn wir auf diese treffen, aber Wüste und arktische Welten, das sieht dann eher schwieriger aus. Da müssen wir technologisch sehr weit sein, um das für uns bewohnbar zu machen. Gut, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Wir gehen weiter. Architektur ist natürlich Säugetierstil, das ist klar. Jetzt wird es interessanter. Regierung und Ethik. Auch hier verweise ich auf meinen Prolog, auf den Hintergrund. Und klar ist, dass erstmal unsere Gesellschaft kollektivistisch ist. Also es ist ein, sie schwören ab von der individualistischen Lebensweise. Deswegen wählen wir dies. Das bringt uns Toleranz für Sklaverei 50%, wobei man fragen kann, ob die Art und Weise, wie diese Menschen dort leben, eigentlich streng genommen eine sklavische Lebensform ist. Ja, vielleicht faktisch im Sinne des Spiels, ja, immerhin sind sie nicht wirklich frei, aber ich glaube, sie empfinden es nicht so. Das ist ja häufig so der Fall, und das Kollegium würde es wahrscheinlich auch abstreiten, dass diese Menschen sklavisch leben.
Aber es ist durchaus vorstellbar, dass es noch andere Sklaven geben kann. Vielleicht außerirdische Sklaven. Gut, warten wir es ab. Nahrungsverbrauch ist geringer dadurch. Das zweite ist, wir sind durchaus eine militaristische Gesellschaft. Nicht in dem Sinne, dass wir gerne auf der Erde Kriege führen. Nein, die Zeit der Kriege, die ist vorbei in diesem System. Aber der grüne Friede, auch der grüne Frieden muss beschützt werden. Deshalb gibt es ein starkes, ja, eine starke Staatsmacht, die schon genannten Regulatoren. Und dementsprechend ist diese Gesellschaft durchaus wehrhaft, denn nicht alle Menschen, die in den Reservaten leben, ja, sehen es ein, dass es nötig ist, nach all den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dann müssen eben die Regulatoren eingreifen, deshalb militaristisch. Und als letztes sind wir materialistisch, aber nicht materialistisch im Sinne, dass es uns um die Anhäufung von Reichtum geht. Nein, um Gottes Willen, das haben wir hinter uns gelassen, dass gegen diese Gesellschaft haben sich ja gerade das Kollegium gewendet. Nein, materialistisch im Sinne, dass all unser Denken auf den Naturgesetzen beruht. Es gibt, auf den Naturgesetzen beruht, auf das, was man anfassen, verstehen, berühren, erforschen kann, auf das Empirische. In diesem Sinne sind wir materialistisch, also das Gegenteil von spiritualistisch. Auch das bringt noch einmal Forschungsbonus in der Feldproduktion, was das ist, dazu kommen wir später. Ihr seht es beim Militärischen, haben wir höhere Einflusskosten in Bündnissen. Wir haben bei Rivalitäten höheren Einflussgewinn. Wir haben einen höheren Schadensbonus und während des Krieges ist die Zufriedenheit der Bevölkerung größer. Das sei noch erwähnt. Und jetzt kommt es auf den Regierungstyp an. Und wie schon erläutert, sind wir eine Oligarchie, und zwar ein Wissenschaftsdirektorat. Dort wird alle 40 bis 50 Jahre ein neuer Herrscher, so heißt es hier, gewählt. Ein neues Präsidium des Kollegiums, so nennen wir es. Das bringt uns eine zusätzliche Forschungsalternative, was gut ist, und einen zusätzlichen Anführer, weil wir aus einer größeren Gruppe von ausgezeichneten Menschen auswählen können. Ein Wissenschaftsdirektorat sind wir also. Gut, weiter geht's. Jetzt muss das Ganze einen Namen bekommen und der ist schon bekannt. Das Ganze heißt der Grüne Frieden, so heißt, wie gesagt, unsere globale Weltgemeinschaft. Adjektiv ist nicht so einfach. Wir nennen es mal, Friedensgrün, würde ich mal sagen. Friedensgrüne Grüße. Friedensgrün ist das Adjektiv, was mir dazu einfallen würde. Wir gehen weiter. So, jetzt kommen wir zum Emblem. Und das, auch das ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt aufgefallen. Jetzt müssen wir es suchen. Wir wählen dieses als Grundemblem, einen Kreis im Hintergrund und als Primärfarbe gibt es ein Hellgrün, als Sekundärfarbe ein Dunkelgrün. Das ist das Emblem des grünen Friedens. Vielleicht noch ein Wort zur Symbolik. Ihr werdet es sehen, das sind die drei Stände, die ich beschrieben habe. Der Nährstand, die Bauern und Arbeiter, die für die Rohstoffe sorgen müssen, die Bauern, die für die Nahrung sorgen müssen. Hier, das ist sozusagen die Basis des Ganzen. Dieses Dreieck sind die Regulatoren, die beschützen. Einerseits den Nährstand voreinander, andererseits aber auch das Kollegium, dieser Punkt, der über allem schwebt vor den Zugriffen des Nährstandes. Das also die Bedeutung dieses Symbols. Okay. Wir gehen weiter und müssen die Startbewaffnung unserer Fraktion auswählen, unser Menschen im Jahr 2200. Auch das wurde in der Geschichte erwähnt, unsere Wissenschaftler haben eine Zeit lang im Untergrund gelebt und dort moderne Waffentechnologie entwickelt und das waren Laserwaffen. Auf keinen Fall werden sie hier Atomraketen oder sowas besitzen, Projektilwaffen, das ist alles eher traditionelle Bewaffnung. Nein, Sie sind auch mit deshalb an die Macht gekommen, weil sie fortschrittliche Laserwaffen zur Verfügung hatten. Diese Teilchenstrahlenwaffen beschießen ihre Ziele mit fokussierten Laserstrahlen. Sie sind effizient beim Kampf in der Nah- und Mitteldistanz. Feindliche Panzerung bietet kaum Schutz gegen sie.
Wir gehen weiter und müssen unsere Antriebsform bestimmen. Und hier bleibe ich mal traditionell irgendwie beim Warp-Antrieb. Der Warp-Antrieb ermöglicht Überlichtgeschwindigkeit, indem er um das Schiff herum eine Unterraumblase erzeugt. Dadurch können sich Raumschiffe frei, aber in Anbetracht der großen Entfernung relativ langsam zwischen den Sternen bewegen. Ich habe länger darüber nachgedacht, auch die anderen Antriebsarten sind hochinteressant, aber irgendwie, ich weiß nicht, als Freund von Science Fiction, die mit Menschen zu tun haben, landet man doch immer irgendwie beim Warp-Antrieb. Bleiben wir dabei. Es ist vermutlich das, was am ehesten noch mit der menschlichen Technologie erstmal denkbar ist. Wobei die Krümmung von Raum, Zeit oder Dimensionen oder Universen und so weiter, das unterscheidet sich dann vielleicht auch nicht mehr so viel vom Wurmlochantrieb. Aber es bleibt beim Warp-Antrieb. Übrigens, diese Fragezeichen sind noch kleine Bugs. Das sind eigentlich Gedankenstriche, die ihr euch dazu denken könnt. So, Schiffsdesign ist Säugetierstil. Und insofern können wir das Ganze jetzt abschließen. So sieht es aus. Rote Laser heißt das hier. Schön wären natürlich grüne Laser. Ich weiß gar nicht, ob man das noch im Laufe des Spiels verändern kann. Wir werden es sehen. Okay, wir sind fertig. Wir speichern das Ganze auch mal und können eigentlich dann beginnen. Ach ja, die Spieldetails müssen wir natürlich noch einstellen. Ja, es ist eine unterschiedlich große Galaxie möglich. Ich werde einfach mal, ich will es nicht übertreiben am Anfang, ich werde eine Mittelposition mit 600 Sternen mal auswählen. Natürlich, je größer die Galaxie, umso größer dann auch die, umso länger natürlich auch das Spiel, umso größer die Anforderungen, um es zu gewinnen. Ich denke, für den Anfang bleiben wir bei Mittel. Galaxietyp, das ist auch eine schwierige Entscheidung. Spiralen hat die Konsequenz, dass die Fortbewegung in gewisser Weise eingeschränkt wird. Es wird ein bisschen strukturierter, die Galaxie, und deshalb auch in gewisser Weise linearer, was sozusagen die Grenzverläufe betrifft. Ich mag ein bisschen mehr Chaos, deswegen bleibe ich einfach mal bei elliptisch. Das ist in gewisser Weise eine runde Galaxie, wo man in alle Richtungen sich irgendwie ausdehnen kann. Ich stelle es mir zumindest chaotischer vor. KI-Reiche lasse ich hier auch mal mit der Standardeinstellung, ebenso KIs mit Startvorstellung. Schwierigkeit, wisst ihr was, wir beginnen einfach mal mit schwer. Es soll doch richtig fies werden. Die Menschheit soll doch vor großen Herausforderungen stehen und jede Entscheidung soll von Bedeutung sein. Die gestattete Überlichtreisemethode, da werde ich beliebig einstellen. Das heißt, wir werden alle zulassen. Auch das chaotisiert das Ganze, weil ja, durchaus sein kann, dass plötzlich aus einem Wurmloch eine Flotte schwer bewaffneter Aliens auftauchen kann. Iron Man Modus bleibt aus technischen Gründen. Das ist beim Let's Play, könnte es häufig mal zu Schwierigkeiten kommen. Ja, und wir sind in unserem Sonnensystem, der grüne Frieden. In den Äonen, seit die ersten primitiven Menschgemeinschaften auf den Grassavannen der Erde Form annahmen, hat sich unsere Zivilisation ausgebreitet und vergrößert. Über wissenschaftlichen Fortschritt haben wir es geschafft, den Aberglauben auszumerzen, den Verstand unserer Vorfahren so fest im Griff hatte. Als sich Vernunft und rationales Denken unter unseren Leuten ausbreiteten, lösten wir die ineffizienten Nationalstaaten auf, in denen wir bis dahin gelebt hatten. An ihrer Stadt bildeten wir einen Herrscherrat aus unseren renommiertesten Wissenschaftlern. Ja, so ähnlich ist es gewesen. Ich verweise nochmal auf den Prolog. Nach der erfolgreichen Schaffung mehrerer experimenteller Unterraumfelder haben die klügsten Köpfe des grünen Friedens nun die Entwicklung der ersten Warp-Antriebe abgeschlossen. Endlich können wir selbst zu den Sternen reisen. So sieht es aus. Wir beginnen. Sehr schön. Wir beginnen in unserem Sonnensystem, das euch bekannt vorkommen sollte. Ich muss euch nicht die einzelnen Planeten vorstellen. Wir werden die wichtigsten Sachen auch noch mal ein bisschen umbenennen. Zuallererst, weil wir das jetzt hier als Sol haben, werde ich das doch mal umbenennen in Sonne. Das ist mir jetzt wichtig. Die Erde heißt Erde. Ja, und der Erdenmond heißt Luna. Ich denke, das können wir so lassen. Okay, ich stelle euch... Ach, lasst uns mal beginnen damit, dass wir mal uns die Erde von
Namen anschauen. Können wir nicht noch näher ran? Doch, ich glaube, wir können noch näher an. Ja. Herrlich. Gehen wir mal auf die Tagseite. Hier sehen wir Südamerika, Nordamerika. Sehr schön anzuschauen. Hier in der Nacht. Afrika, die arabische Halbinsel. Vertraut kommt uns das Ganze vor. Noch ist das alles hier einigermaßen vertraut. Ja, was haben wir hier? Wir haben schon einige Raumschiffe im All, im Orbit. Die möchte ich euch vorstellen. Wir haben unsere militärischen Flotten. So sehen die aus. Das sind Korvetten. Ich denke, wir werden diese Flotte auch gleich mal umbenennen in erste Regulatorenflotte. Das ist klar. So, und wir können eigentlich der Flotte auch gleich einen Anführer zuteilen. Sicher ist sicher, wer weiß, wann wir hier auf feindliche Lebensform möglicherweise stoßen. Wir rekrutieren einen Admiral aus drei verschiedenen, können wir auswählen. Wir müssen dafür Einflusspunkte nutzen, die wir hier sammeln können. 100 haben wir derzeit. Wir können ihn hier auswählen. Er ist billiger, weil er die Eigenschaft eifrig hat. Deswegen sind seine Rekrutierungskosten geringer. Wir können sie auswählen. Sie hat schnell wie der Sturm, Geschwindigkeit und Ausweichen. Oder sie hat Schwindler, Ausweichen und Notüberlebensschaden. Überlichtgeschwindigkeit, nicht Überlebensschaden. Das heißt, im Notfall können alle in Überlichtgeschwindigkeit fliehen. Und ihr Schaden ist dadurch geringer. Wisst ihr was? Wir werden das mal hier nehmen. Das gefällt mir ganz gut. Sie ist 33. Irina Yertsov. Die werden wir rekrutieren. Und wir werden, weil sie, ja, sie ist Admiral und sie stammt aus der Klasse der Regulatoren, aus dem Stand. Deswegen, Regulatoren werden nicht mit Vornamen angeredet. Sie heißt Regulatorin Yertsov. Nur die Mitglieder des Kollegiums, die haben einen Vornamen, während die ganz normalen Menschen zumindest für das Kollegium gar keinen Namen haben. So, das haben wir. Die wollen wir auswählen. Okay, was haben wir dann? Wir haben zwei Zivilschiffe zur Verfügung. Schauen wir uns das mal an. Wo haben wir es? Wir springen dahin. Genau. Das ist unser Konstruktionsschiff. Damit können wir ja vor allem Raumstationen bauen. Dazu kommen wir später. Bergbaustationen, Forschungsstationen, Beobachtungsposten und so weiter. Und natürlich benennen wir das auch um. Wir benennen es GFS Herkules. Überhaupt, glaube ich, hat unser Kollegium eine Affinität zur griechischen Mythologie. Auch die Gesellschaftsordnung ist ja durchaus ja, vielleicht ein bisschen inspiriert durch die platonische Staatslehre. Dann haben wir ein Forschungsschiff, das am Anfang jetzt sehr, sehr wichtig sein wird, denn mit diesem Schiff werden wir nicht nur unser Sonnensystem, sondern auch die benachbarten gleich erkunden. GFS, wir nennen es mal GFS Ikaros und hoffen, dass es nicht der Sonne zu nahe kommt. Ja, was gibt es noch zu zeigen? Etwas ganz Wichtiges, das hier, das ist nämlich unsere Raumstation, die über der Erde schwebt. Hier seht ihr sie. Hier können wir weitere Sternenschiffe bauen. Derzeit eben Korvetten, das ist unsere einzige Klasse, die wir an Kriegsschiffen haben. Konstruktionsschiffe, Forschungsschiffe. Oder wir können den Raumhafen auch verbessern und dadurch ja, Platz für weitere Module schaffen. Aber wir haben derzeit auch gar keine anderen Module. Außerdem müssen wir das auch erst erforschen. Derzeit ist nur das Laserverteidigungsmodul installiert. Wir könnten noch einen weiteren leeren Modulslot nutzen. Aber wie gesagt, derzeit wissen wir von gar nichts anderem. Soweit zum Beginn. Und was wir noch tun werden, wir werden unsere nächste Forschung definieren. Es gibt drei Forschungsfelder, Physik, Sozialforschung und Ingenieurforschung. Und hier sind jeweils drei Forscher, die dafür zuständig sind. Beginnen wir mal, das sind natürlich Mitglieder des Kollegiums, beginnen wir mal mit Joachim von Wrangel. Er hat den Vorteil, er ist robust. Er hat
dadurch, oh nein, ich will ihn nicht austauschen. Er hat dadurch eine erhöhte Lebensdauer. Das heißt, wenn er an Erfahrung gewinnt, haben wir lange was von ihm. 2% Forschungsgeschwindigkeit aufgrund seiner Fähigkeit 1. So, und wir haben jetzt hier immer 4. Das ist ganz schön zur Auswahl. Normalerweise nur 3. Das kommt aufgrund der Tatsache, dass wir ein Wissenschaftskolleg sind. So, wir können auswählen. Fusionsenergie, das führt dazu, dass wir einerseits für unsere Raumschiffe einen neuen Fusionsreaktor dort installieren können und mehr speichern können. Ist vielleicht nicht ganz so toll. Hier kann man die Betriebskosten der Raumhäfen reduzieren. Wir sehen das nämlich. Wir haben einen Stationsunterhalt von -3 Energie. Das ist der Energiewert. Und den könnten wir mit einem Modul Solarfeldnetzwerk reduzieren. Ja, ist vielleicht eine Variante. Oder wir können ein Energiehub bauen auf der Erde. Ein einzigartiges Gebäude. Das kann man nur einmal auf einem Planeten bauen. Und bringt überall plus 10% Energie-Credits. Oder wir können blaue Laser erforschen. Die sind leistungsstärker. Wären jetzt hier grüne Laser, würde ich es machen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir beginnen mal mit dem Energie-Hub. Oder mit dem Solar. Das ist vielleicht billiger zu bauen. Lasst uns das Solarfeldnetzwerk bauen. Dadurch sparen wir eine Menge Energie in unserem Raumhafen. Sophia Gomez ist für die Sozialforschung zuständig. Mal gucken, was sie uns anzubieten hat. Und hier ist meine Entscheidung relativ klar. Ich werde mich mit den anderen Dingen gar nicht befassen. Wir werden zuerst ein neue Weltenprotokoll erkunden, denn damit können wir ein Kolonieschiff bauen, was wir benötigen, um neue Welten zu kolonisieren. So, und Ben Nox, ach, was ist eigentlich ihre Spezialität? Fachwissen Biologie. Gut, das ist jetzt hier nicht der Fall, ist egal. Ben Nox, Fachwissen Raketenbau, das ist seine Spezialität. Es gibt tatsächlich hier Raketenbau, Ionentriebwerk. Da braucht man keine Treibstoffe mehr. Okay, das könnten wir in unsere Raumschiffe einbauen. Oder energiebetriebene Exoskelette, das macht unsere Armeen stärker. Oder ein Ingenieurbüro, vielleicht auch nicht schlecht. Das erhöht unseren Forschungsoutput. Oder geothermisches Fracking erhöht die Speicherkapazität und schafft ein neues Gebäudebergbaunetzwerk. Wisst ihr was? Ich glaube, wir beschäftigen uns mit der Nanomechanik. Ja. Okay, damit haben wir erstmal die Grundlagen der Zukunft der Menschheit gelegt. Alles Weitere dann in der nächsten Folge. Dann beginnen wir mit der Erforschung unseres Sonnensystems. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.